Ja, und damit wären wir dann auf Regenbogen Boulevard oder Rainbow Road. Genau, N64 Rainbow Road wohl eher. Das trifft's besser. Und ich freue mich wie ein Schnitzel oder so, weil ich mag die Bahn. Es ist wirklich, es gefällt mir. Es ist toll, was sie draus gemacht haben hier für das Spiel. Ich bin damit sehr glücklich und ich wurde ja gefragt, ob es mir auch so geht wie vielen anderen Leuten im Internet, die sagen, ja, die Bahn ist zu kurz, bla bla, die müsste länger sein und überhaupt. Ehrlich gesagt, ich finde die genau richtig. Wenn die länger wäre, würde es mir wahrscheinlich nach zweimal Spielen auf den Sack gehen oder so. Aber so ist die richtig schick. Die ist toll, die macht Spaß zu fahren, die Musik geht einem nicht auf die Nerven. Also, ich meine, ja, sie hat die extrem geilste Musik überhaupt von allem, was es in einem Mario Kart Spiel überhaupt jemals gab. Und dadurch, dass man sie eben nicht 5 Minuten am Stück hört, so wie auf dem N64, geht sie einem eben auch nicht auf die Nerven. Und ja. Wow, das hätte mein Tod sein können. Und das war mein Tod. Ja, ein Fahrfehler, hätte ich den blöden Stunt nicht gemacht, wäre alles in Butter gewesen, aber nee. Entschuldige, dass ich jetzt nochmal treffen muss, aber wenn ich das nicht mache, dann bist du gleich wieder hinter mir und machst mich fertig. Also muss ich leider. Ich muss. Was ich nicht alles muss, ne? Aber, jo, Rainbow Road, ausnahmsweise mal eine Rainbow Road, die mir wirklich gefällt und ich gerne spiele. Und das immer und immer und immer wieder. Und, oh, da klappt da jetzt aber richtig eins auf den Deckel. Du hast heute kein Glück mit mir im Raum. Nein. Fahr ruhig vorbei. Tut mir leid. Ich musste das tun. Ich hab doch die Waffe und so. Und hier ist Jan Rasmus sogar Zweiter. Und Lambda Sechster? Wow. Du warst doch direkt vorm Ziel, wie ich dich abgeschossen hab. Wie geht denn das? Oder war... Ach nee, ihr fahrt beide Rosalina. Ach so, das könnte sogar Jan Rasmus gewesen sein, den ich ja gerade abgeschossen hab, direkt vom Ziel. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Es tut mir leid. Ich weiß ja nicht, wer hier wer ist, wenn ihr so einfallslos mit eurer Charakterwahl seid. Neuer Raum, aber kein neues Gesicht. So wie ich letztens im Fischteich nicht ein einziges Rennen mit Mio fahren durfte, so darf ich diesmal scheinbar kein einziges Rennen ohne Lambda fahren. Und das tut mir echt voll leid für dich, weil du siehst, wie es ja, also wenn du das Video siehst jedenfalls, wie es heute bei mir mit den Items abgeht, was ich hier für einen Scheiß kriege, also dass ich dich die ganze Zeit nur ausbombe. Das liegt einfach nur daran, weil das Spiel das offensichtlich so will. Also ich mache das ja nicht aus Langeweile, sondern... Naja, in erster Linie, weil ich es kann. Und ich kann es nur, weil das Spiel heute echt gute Laune hat oder so. Und meins muss mir alles geben, was da ist. Ja, oder so ähnlich. Gut, jetzt habe ich mal ausnahmsweise Münzen gekriegt, aber ja. Wir haben die Items nicht mal auf Furios stehen, ne? Und trotzdem kriege ich nur so einen Wahnsinnskram, mit dem man alles ausbomben kann. Oh. Ja, apropos ausbomben. Endlich kriege ich auch mal einen blauen Panzer ab. Das war jetzt der dritte für heute oder so, der überhaupt gekommen ist. Oder hatten wir mittlerweile mehr als 3? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ach, das habe ich aber schön gemacht mit dem Windschatten. Jetzt wäre es so geil, wenn ich was sehen könnte und oh, wenn ich mein Fahrzeug noch steuern könnte. Aber der Blooper des Grauens, der hindert mich so ein bisschen daran. Also, das ist auch was, was aufgefallen ist. Mir ist es am Anfang gar nicht so aufgefallen. Oder, beziehungsweise ich habe gedacht, ich bin zu blöd zum Fahren. Ich habe immer gedacht, wenn der Blooper kommt, fahre ich die Kurven versehentlich weiter außen an, weil ich es nicht richtig einschätzen kann. Aber das ist Blödsinn. Es ist mittlerweile, denke ich mal, so ziemlich offiziell, dass der Blooper nicht nur die Sicht behindert, sondern einen auch rutschen lässt. Das heißt, man verliert so ein bisschen sehr stark die Kontrolle in Kurven und, ja, fährt dann halt irgendwie deshalb weiter außen und so. Wenn der Blaue mich jetzt nicht auch noch überfahren hätte, wäre das die Gelegenheit gewesen, aufzuholen. Hallo, Waluigi, gib mir einen Windschatten. Komm schon. Fahr nicht von mir weg, fährt langsamer, gib mir einen Windschatten. Ja, also... Der blaue Panzer ist ganz, ganz... Quatsch, nee, der blaue Panzer. Der Blooper ist ganz, ganz böse in dem Spiel. Mit seinem... Ja, ich lasse dich jetzt mal so rutschen, dass du nicht mehr durch die Kurven kommst. Wie gesagt, am Anfang habe ich echt gedacht, das liegt an mir. Aber nö, das ist eindeutig vom Spiel so beabsichtigt. Man soll mit dem Ding nicht mehr lenken können. Und deshalb sieht das dann alles sehr seltsam aus. So, jetzt gehen wir da noch einen Lambda, wie immer. Du weißt ja, bei mir gibt es rote Panzer immer nur im Dreierpack, beziehungsweise im Sechserpack, so wie gerade jetzt wieder mal. Ne? Und jetzt muss ich dich noch so überfahren, weil ich es kann. Es tut mir leid, ich muss... Das Spiel zwingt mir die Items auf. Ich wollte die gar nicht. Aber du wirst ja noch Zweiter, ist ja in Ordnung. Oh,
Es ist, tut mir leid. Ich wollte an dir vorbei und ja, die Piranha-Pflanze hilft mir dabei logischerweise, weil ich dann mit schneller werde. Nur kann ich dir dann nicht mehr ausweichen, ohne ins Gras zu fahren. Ist klar, ne? Noch nicht einmal hatten wir die Wario-Arena, aber dafür jetzt schon zum zweiten Mal über den Zufallsmodus Dolphin Shoals oder Delfin Lagoon oder wie auch immer das Ding heißt hier. Ich mag's nicht, habe ich das schon erwähnt? Es gibt ja wenige Bahnen in dem Spiel, wo ich jetzt schon sage, die kann ich nicht ausstehen. Aber das hier ist definitiv eine. Ja, wir haben da schon gesagt in der Lobby gerade, ja, schönes Spiel. Ich nehme an, das war sehr sarkastisch gemeint oder so oder ironisch oder was auch immer. wenn nicht, dann weiß es auch nicht. Aber ja, ist so wie es mir sonst immer geht, so geht es jetzt heute jedem, der mit mir im Raum ist. Weil sonst bin ich derjenige, der wirklich bis zum Letzten ausgebombt wird. Und heute bin ich derjenige, der alle ausbombt. Ich weiß gar nicht, was da heute los ist. Und wer auch immer dieser Terrorist da am Telefon ist, ah, ich weiß, wer es ist, okay. Der soll endlich mal auflegen. Ich habe vielleicht Besseres im Moment gerade zu tun, als ans Telefon zu gehen. Nur so eine Idee. Gut, ich glaube, er hat kurz einen Lambda, zieht einen roten. Also, ich werde jetzt wahrschelich schießen, sobald ich durch die Items bin. Ja, wieso jetzt schon? Ich werde es schießen sollen, sobald ich durch die Items bin, Lambda. Vielleicht hättest du noch einen roten gezogen und mich fertig machen können. Jetzt hast du eine Banane. Hm. Gut, wenn du die richtig platzierst, dann kannst du mich damit auch fertig machen. Zumal ich die Bahn ja nicht kann. Yay, aber es sieht schon stylisch aus, wenn man da über die Luftröhren schwebt. Luftröhre, das ist eine gute Bezeichnung. Es sind Röhren, aus denen Luft kommt, also es ist eine Luftröhre. Genau. Und wenn das Röhren sind, in die man seine Speiseabfälle machen würde, dann wäre das eine Speiseröhre. Und da Luftröhre und Speiseröhre eigentlich ziemlich dicht beieinander sind, müsste dort eigentlich noch eine Speiseröhre an die Stelle. Absolut logisch, ne? Also... Oh, da ist Lambda mit drei Pilzen unterwegs. Ich habe erst gedacht, es wären drei rote. Und hat sich ein neues Item geholt. Und das ist genau das Item, das er jetzt braucht. Da halte ich mich mal lieber fern und hoffe. Ups. Okay, nehmen wir hier mal eine Banane hin. Und holen uns hier ein gutes Item. Und zwar... zwei Münzen. Yes! Genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Die zwei Münzen des Todes. Yay! Wo ist Lambda? Sie hat auf mich geschossen, aber es ist weg. Sie wurde von den Computern fertig gemacht. Wow. Die Computer haben aber was Nettes für mich gemacht. Das ist schön. Yay. Da rutschen wir doch mal noch einen eleganten Ziel. Da ist sie ja schon wieder. Nee, du warst die ganze Zeit direkt hinter mir oder was? Und die Karte zeigt das noch nicht an, weil du zu dicht an mir dran bist. Ach so. So ist das also. So. Wir nähern uns dem Finale, ne? Und ich habe schon 193 Punkte. Ich bin voll stolz auf mich. Andererseits, wir sind die ganze Zeit nur zu zweit im Raum, ne? Also, bei den Items, die ich habe, kann das gar nicht anders ausgehen eigentlich. Oh, Mist. Gut, dann drücke ich mir mal die Daumen oder so. Ne, die habe ich gerade nicht frei. Ich drücke die Daumen auf die Controller, zählt das auch? Rainbow Road. Nicht N64 Rainbow Road, sondern normal Rainbow Road. Ehrlich gesagt, die Strecke gefällt mir eigentlich relativ gut. Und man fährt sie nicht andauernd, deshalb ist sie noch umso besser. Das gilt für alle Strecken in dem Spiel hier. Also, ich glaube, das ist somit das Beste, was sie gemacht haben in dem Spiel. Dass man nicht 100-mal die gleiche Strecke wählen kann, sondern dass es wirklich gewechselt wird. Das macht alles viel angenehmer. Und ja, Rainbow Road ist eine coole Strecke eigentlich. Ich kann sie nur nicht richtig. Ich scheitere schon hier an der Abkürzung. Ja, weil ich jetzt mit in den Mist hier reinspringe. Und wenn ich nicht in den Mist reinspringe, dann fahre ich zu weit links und falle irgendwo runter oder so. Wow, oder werde scharf geschossen. Also wenn ich mit Schafen geschossen wird, ist es noch okay. Ich krieg meinen Trip geholt. Müsst ihr mich denn jetzt noch blitzen? Und Münzen, yay! Die Münzen des Grauens. Ja, mir graut's vor Münzen. Ich glaube, da ist Lambda durch den Mini-Turbo, durch den Windschatten in den Abgrund gesegelt oder so. Das passiert mir auch oft. Also, gerade auf den Rainbow Road Bahnen, egal ob auf der hier oder auf der N64 Rainbow Road. Ja, danke schön, da wollte ich hin. egal ob auf der oder auf der anderen. Wenn man unerwartet einen Windschatten kriegt oder einen Mini-Turbo, nee, nicht einen Mini-Turbo, irgendwas anderes, was einen halt beschleunigt, ein Rempler zum Beispiel, genau, das meinte ich. Dann fliegt man gerne mal aus der Kurve. Hab ich den Eindruck. Vielleicht geht das auch nur mir so.
und Lambda scheinbar, weil ansonsten wäre es nicht auf einmal weg gewesen. Aber das ist auf den Bahnen hier fatal. Wobei ich gedacht hätte, gerade mit dem Bike könnte man sich da an so einer Stelle noch retten. Ich meine, ihr habt gerade gesehen, mit meinem Kart trifft ich schon extrem weit außen in diesen Superkurven hier am Start. Da ist das nicht mehr möglich, da noch irgendwas zu retten, wenn ihr da auf einmal unerwartet beschleunigt werdet und dann aus der Kurve rausgetragen werdet. Aber, ja, mit dem Bike müsste das doch eigentlich gehen, oder? Wieso regendriftend? Naja. Ja, damit werde ich dann wieder zum Straßenfeger, hatten wir ja auch lange nicht. Und da kommt der Blaue auf. Wenigstens kommt er nicht in der Luft. Das war mein erster Platz. Au, das war mein vierter Platz. Und mein fünfter. Ja, Was wollen wir dazu noch sagen? Nochmal auf den fünften gerettet. Aber der Blaue hätte nicht sein müssen. Und wie immer kurz vorm Zählen der letzten Runde. Ja, also es musste ja irgendwann mal passieren, damit meine Theorie sich bewahrheitet. Ne, mit den drei Möglichkeiten, wie ein Rennen in dem Spiel ablaufen kann. Aber ja, ich glaube, das dürfte bald vorbei sein, oder? Letztes Rennen. Ich habe doch gesagt, es dürfte bald vorbei sein. Verdammt. Ja, königliche Rennpiste, Royal Raceway, nennt es wie ihr wollt. Jan Rasmus Wahl und ja, bin ich einverstanden. Ich habe es diesmal nicht gewählt, obwohl ich die Möglichkeit gehabt hätte, ja. Aber ich habe gedacht, komm, wenn wir sie einmal hatten, dann ist es ja okay. Es gibt immerhin 32 Bahnen, von denen wir sowieso schon eine doppelt gefahren sind. Dann müssen wir die sich auch noch doppelt fahren. Aber wenn es denn so kommt, obwohl ich nicht dafür verantwortlich bin, dann beschwere ich mich auch nicht, weil ich mag die Bahn immer noch. So ein Zufall, ne? So, ich habe 8 Münzen, ich bin voll schnell und du bist voll langsam, Lambda, also bleib mal stehen. Den Ball tust du mir nicht an. Und ich werde abgeschossen. Nee, ich werde nicht abgeschossen. Der ging gar nicht auf mich. Ja, ja. Das Leben kann so schön sein, wenn alles mal klappt. Ja, das war gekonnt. Wow. Nicht treffen, bitte. Du bist zu schnell, Lambda. Fahr mal langsamer. Ich kriege ja nicht mal einen Windschatten von dir. Da kommen irgendwelche Boomerangs geflogen. Und wieder ein perfekter Blattschuss mitten ins Leere. Muss ich irgendwie besser fahren, ne? Kurven enger nehmen und bessere Turbos hinkriegen und noch ein bisschen Bunny-Hopping machen, wie man es jetzt ja anscheinend nennt. Und dann hole ich vielleicht damit auf. Ne? Juhu! Ja, also dieses Rumhüpfen wie ein Blöder, wenn man einen doppelten Drift-Turbo hat, das nennt man jetzt offiziell Bunny-Hopping scheinbar. Ups, ich krieg dich noch. Jetzt krieg ich dich auf jeden Fall. Ich habe sogar 10 Münzen, was sagst du dazu? Aber ich bin zu langsam und zu klein. Werde ich irgendwann groß? Jawohl, ja. Aber wie konnte sich Lambda... Also, sie hat wahrscheinlich eine bessere Beschleunigung als ich, ne? Deshalb konnte sie sich direkt absetzen, als wir geblitzt wurden, weil sie schneller von der Stelle wiederkommt als ich. Yay! Ich fahre wie ein Vollidiot. Aber mit Stil. Kann man Mario Kart 8 irgendwie mit Stil fahren? Ich weiß nicht, soll ich den dir jetzt reinjagen oder nicht? Ich krieg schon ein schlechtes Gewissen. Hol dir jetzt ein Item und wehr's ab, okay? Wehr's ab. Der konnte sich gerade nicht entscheiden, ob er zu mir will oder zu Lambda oder was. Ich krieg ein schlechtes Gewissen, komm, fahr vor. Es tut mir leid. Also, das ging jetzt gar nicht. Erst der Rote, dann der Blitz, dann der Blaue. Irgendwie, nee. Also, wir wissen es, ich könnte 2 Punkte mehr haben, wenn ich jetzt unbedingt gewollt hätte, aber das war jetzt ein bisschen zu viel Gecheate hier. Ich kann nichts dafür, ich habe mir das nicht ausgesucht, ne? Also, ja. So, und damit ist für mich eigentlich Monday Madness gelaufen, ist eigentlich offiziell vorbei. Ich habe meine 16 Rennen und ich habe dafür gebraucht knapp eine Stunde, nicht ganz eine Stunde. Ja, du hast die festgelegte Anzahl an Partien absolviert. Genau, und das heißt jetzt auf gut Deutsch, andere Leute müssen jetzt ohne mich auskommen. Die Frage ist, ob sie das können. Wir gucken mal kurz in die Rangliste, genau. Und sehen da, dass ich auf dem ersten Platz bin. Lambda ist knapp hinter mir. Ein Rennen. Vielleicht hat sie noch ein Rennen. Wenn sie jetzt 15 Punkte holt, gewinnt sie noch. El Nicho, den ich nicht einmal gesehen habe, ist bei 103. Jan Rasmus bei 97. Dr. Sheldon, jetzt schon Doktor. Aha, Beförderung oder wie?
94, Rotschopf 39 und Mio 20. Mio ist wohl abgehauen, weil ihm irgendwas auf den Sack ging oder weil er keine Zeit hatte oder weil er Fußball guckt oder was weiß ich was. Wobei, warum sollte Mio ein Deutschlandspiel interessieren? Ist ja auch egal. Ja, Mensch, und jetzt? Waren nicht sehr viele Teilnehmer, klar. Jetzt, glaube ich, fahre ich noch so ein bisschen für mich mit. Und da müsste jetzt eine Meldung kommen, oder? Du hast die Festgelegenheit an seinen Partien, bla bla bla. Dann hab jetzt das Ergebnis, wer nicht für die Rangliste gezählt, möchtest fortfahren. Genau. Das heißt, ich kann jetzt noch ein bisschen bei Monday Madness mitspielen, damit die Leute noch einen Mitspieler haben, mit dem sie sich amüsieren können. Und ich glaube, jetzt könnte ich auch ein Leichtgewicht nehmen. Ja, fahren wir mal mit Scheißgeil. Und die Fahrzeugkombo bleibt wie gehabt, damit ich wenigstens ein bisschen Geschwindigkeit habe. Und dann wähle ich jetzt auch eine Bahn. Dann nehme ich nämlich Discodrome. Und dann gucken wir mal, ob hier irgendjemand da ist, der mitspielen will. Ich sag mal Hallo an mich selbst. Und viel Glück. Und etwas Nachsicht bitte, ja. Wisst ihr was, Leute? Wir machen das einfach so. Ich mache jetzt hier mal einen Cut. Und wenn noch irgendwas passieren sollte, dann packe ich das noch ins Video. Und ansonsten sage ich einfach mal schon mal Ciao, Leute. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.